Wir haben heute viel über Gastronomie geredet, wir haben die ausgezeichnet. Wir haben viel über Covid-19 geredet, das uns das ganze Jahr alle irgendwie tangiert hat. Gibt es zum Schluss noch irgendetwas, das du auf dem Herzen trägst, das du gerne noch weitergeben willst? Ja, wie läuft Gastro? Wir haben unter dem Projektnamen zwei Sachen realisiert. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um weitere Lösungen zu suchen, die Gastronomie zu unterstützen. Wir haben unseren Dining Guide für die ganze Branche geöffnet. Wir haben eine App entwickelt und jetzt ein cooles Marketingprodukt, der Dining Pass. Wir schicken die Schweiz auf Genussreise und haben das noch integriert von der Kampagne Share Your Food. Das ist ein Herzensprojekt für uns, wo wir zusammen mit dem SOS Kinderdorf machen, dass auch die, die eigentlich am wenigsten haben, das sind halt Kinder auf dieser Welt, das glaubt man gar nicht, weiter unterstützt werden können. Und dazu haben wir auch einen Sven Wasmer mit an Bord, der uns unterstützt als Gastronom, um da auch eine richtige Message setzen zu können. Hallo miteinander, ich bin der Sven Wasmer, stolze Botschafter von Share Your Food. Das ist Nachhaltigkeitsaktion mit Tiefgang, die vom SOS Kinderdorf gemeinsam mit Best of Swiss Gastro lanciert worden ist. Und ich persönlich als Spitzenkoch und als Papi von meinem Sohn ist das wirklich eine Herzensangelegenheit gewesen, dass ich das mit unterstütze, wo es nur geht, Geld sammeln. Und weil es ist einfach unglaublich, dass weltweit immer noch so viele Leute an Hunger leiden müssen. Und das kann es einfach wirklich nicht sein. Wir haben tagtäglich mit Essen zu tun und es liegt auch in unserer Verantwortung, dass wir mit dem nachhaltig umgehen. Und darum finde ich das eine absolut geniale Sache. Jeder Franken zählt. Bitte macht auch ihr mit und sorgt dafür, sorgen, dass wir gemeinsam uns zusammentun für eine bessere und hungerfreie Welt. Dann wünschen wir auch bei diesem Projekt viel Erfolg und zählen natürlich auf Best of Swiss Gastro 2021. Da werden wir alles dafür geben, dass wir das machen und wahrscheinlich wieder auf der Bühne, Sven, wenn wir uns dann sehen. Das würde uns freuen. Alles Gute in der Zwischenzeit, gute Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Merci vielmals, Sven.